So, und jetzt meine Dress Lily Bestellung. Ich habe einmal hier diesen Bikini bestellt in so Schlangenoptik. Da ist das Höschen unten drunter und oben drüber, das kann man abmachen. Das ist wie so ein süßes Röckchen, was man so drüber anzieht. So ein Wickelröckchen. Genau, schaut so aus. Finde ich richtig schön. Ich drehe euch mal um, dann könnt ihr das besser sehen. So. Hält auf jeden Fall gut. Hat hier hinten zweimal was zum Zumachen. So, dann habe ich mir dieses schöne Blumenkleidchen hier bestellt. Das ist mit so Sonnenblumen drauf. Das finde ich total angenehm. Der Stoff ist angenehm zu tragen und für den Sommer echt schön. Das ist auch nicht zu kurz, auch nicht zu lang. Und ich fand das ganz schön jetzt für Fotos machen in so einem Sonnenblumenfeld. Würde das ganz gut passen. Da habe ich das einmal in der Farbe bestellt und einmal in der Farbe. Die zeige ich euch jetzt. Tada! Und einmal das gleiche in weiß. Ich konnte mich nicht entscheiden, welche Farbe ich schöner fand. Und ich bin dann immer so, wenn ich mich nicht entscheiden kann, dann bestelle ich es doppelt. Genau, und mit diesen zwei Kleidchen wollten wir heute die Fotos machen in den Feldern. So, dann habe ich hier so ein Meerjungfrauen-Bikini. Das habe ich jetzt eher so für Fotos geholt. Das fand ich ganz schön, dachte ich mir am Strand. Aber leider ist meine Bestellung nicht vor Kroatien gekommen, sonst hätte ich da schöne Bilder mit am Strand gemacht. Ja, auf jeden Fall hat das so ein Muster und sieht auch ganz schön aus. Dann habe ich hier so ein Kleidchen, das ist so ein ganz kurzes, leichtes Kleidchen. Dachte ich mir auch ganz schön für den Urlaub, aber man kann auch ganz gut damit schlafen, weil das so leicht ist, so als Pyjama-Kleidchen. Naja, auf jeden Fall hat das hier so Federn. Das ist so total angenehm zu tragen, so leicht. Und ja, so schaut's aus. Dann habe ich das Kleidchen hier bestellt. Es hat so Federmotiv drauf. Finde ich auch richtig schön für den Sommer. Ich drehe euch mal um. Ja, ist auch richtig schön, ne? Also ich mag es auf jeden Fall total. Schöner Print, angenehm zu tragen. Jetzt muss nur der Sommer nochmal kommen. Dann habe ich mir hier so ein Kleid bestellt mit so Totenköpfe. Ich glaube, ist jetzt nicht jedermanns Sache. Ich fand das ganz schön mit den Blumen und mit den Totenköpfen. Das ist hinten auch ein bisschen länger. Ich dachte mir so zu Halloween ein Foto damit. So schlecht sieht es gar nicht aus, aber ich glaube, draußen würde ich das jetzt nicht tragen. Habe so für ein Foto. Fand ich das Kleidchen ganz schön. Ja, die haben auch ganz coole Motto-Sachen, ne? Also so Halloween, Winter oder so Sommer, habt ihr ja gesehen, die Kleidchen mit diesen schönen Sommerprints oder mit den Sonnenblumen oder Bikinis, Badeanzüge mit diversen Motten. Das Motto, die Motten, die Mottos. Letztens kam ja die Frage nach meinem Abschluss, Leute. Ich glaube, bei mir ist es einfach nur so, ich bin ja nicht doof, ich habe höhere Reife und ich habe auch eine Ausbildung. Ich bin gelernte Reiseverkehrskauffrau. Ich stelle euch mal kurz hier hin. Ich bin gelernte Reiseverkehrskauffrau. Ich habe ganz normal meine Ausbildung gemacht. Und ich war danach auch 7 Jahre selbstständig mit einem eigenen Reisebüro. Man glaubt es vielleicht nicht, aber ich bin nicht dumm. Bei mir ist es einfach so, dass ich ein Mensch bin, der sehr euphorisch ist, der sehr schnell etwas erzählen möchte. Und das ist manchmal so mein Fehler. Und manchmal komme ich dann so rüber, als wäre ich ein bisschen,
nicht so gebildet, aber ganz ehrlich, ich bin nicht doof und zum Beispiel in Deutsch hatte ich immer eine 1. Der Erwin sagt auch immer, guck mal über meine Texte drüber. Englisch kann ich super. Ich hatte auch dieses Reisebüro Englisch, ne? Dieses Tourismus Englisch. Also ja, manchmal komme ich blöd rüber oder dumm, weil ich ja so euphorisch bin und sehr viel rede und sehr viel lache. Aber ich habe tatsächlich einen Abschluss und auch eine Ausbildung und bin nicht ungebildet. So, jetzt zeige ich euch noch den Rest. Ich habe nämlich noch ein paar, ich glaube, ich ziehe die mal direkt hier an. Wartet mal. Und zwar, ich bin sofort wieder da. Habe ich mir. Ich sag ja, die haben echt coole Sachen so, auch für Fotos. Ich habe eine Mütze bestellt. Ich bin ja so auf diesen Anglerhut-Trip, obwohl ich die draußen nicht trage. Aber so für Fotos finde ich die cool. Da habe ich die Mütze hier bestellt. Mit diesem Mund. Genau, dachte ich mir für Fotos. Oh, ich finde meine Haarfarbe gerade echt gut. Also jetzt nicht das mit dem Ansatz und das Ausgeblichene, sondern ich habe mir gedacht, wenn ich hier den Ansatz schwarz färben lasse beim Friseur und diese Farbe hier so ein helles Braun, so einen Ton in die Haare reinmache, steht mir eigentlich ganz gut, diese Haarfarbe, oder? Habe ich mir jetzt gedacht, weil ich hatte schon mal so eine Haarfarbe, da war ich 18 oder 19 und hatte da so blonde Strähnen drin, ne? Okay, so blonde Strähnen vom Ansatz an, das ist ja mittlerweile out. Aber das sah ganz gut aus, dieses helle. Steht mir doch, oder? Was sagt ihr? Team schwarz oder Team eher hell? Naja, auf jeden Fall, habe ich euch gar nicht erzählt, sind gestern meine Haare angekommen bei der Haartante. Oh, ich weiß gar nicht, was ich zuerst erzählen soll. Ich zeige euch jetzt erstmal die restlichen Accessoires von Dress Lily, die ich geholt habe. Und dann zeige ich euch meine Haare, weil ich habe ein Foto. Guck mal diese Pornobrille bitte. Guckt euch mal diese Pornobrille an. So ein richtiger Balken. Finde ich richtig cool. Also man kann gut so durchgucken. Und ich dachte mir, mal was anderes als eine normale Brille. Dann habe ich nochmal so eine große geholt. Die sieht nur ein bisschen anders aus. Das ist die hier. Dann einmal die schwarze hier. Jetzt habe ich hier ein Haar. Ja. Und dann noch eine, die fand ich richtig süß, auch für Fotos. So eine Herzchenbrille. Man sieht auch alles rosarot durch die Brille. Wenn ihr mal wieder verliebt sein wollt und so ohne Probleme, dann holt euch so eine Brille. Dann seid ihr in eurer eigenen rosa-roten Welt. So, Niki, erzähl kein Mist. Und ich zeige euch was. Ich hab noch was. Gott, ich habe so viele Sachen euch zu zeigen. Ach, da ist ja noch eine Brille. Wie viele Brillen habe ich bestellt? Hier ist ja noch eine Brille von Dress Lily. So eine Blues Brothers Brille. Die fand ich ganz cool. Genau, ach ja, auf jeden Fall habe ich den Link für Dress Lily oder für meine Sachen, die ich bei Dress Lily bestellt habe, unten in der Infobox. Da ist bestimmt auch ein Code für euch. Schaut mal rein, dann könnt ihr noch ein bisschen sparen. Genau, und dann war ich bei New Yorker und habe mir für die Brillen so einen Anhänger geholt. So eine Brillenkette. Die fand ich recht schön. Ich sehe die immer bei Kampf der Reality Stars bei Jennifer Reilly. Und da fand ich die ganz cool. Jetzt habe ich mir hier selber eine gekauft. Die kostet 3,99 € bei New Yorker. Dann habe ich mir zwei Ohrringe hier. Ich habe Ohrringe geholt. Die sehen so aus. Aber irgendwie ist der eine abgegangen. Ich zeige euch nur den einen. Fand ich auch schön. Genau, die und zwei Sonnenbrillen. Achso, die Ohrringe haben 2,99 € gekostet, die Brille 4,99 € hier. Die
Die fand ich ganz schön, so eine hellere. Gott, frag mich nicht, wie viele Sonnenbrillen ich mittlerweile habe. Jetzt denke ich mir, so eigentlich brauche ich noch irgendwas, wo ich meine Sonnenbrillen bunkern kann. Und dann auch nochmal 4,99, auch so eine kleinere. Genau, das war so meine Ausbeute bei New Yorker, sonst hat mir da nicht viel gefallen. Was wollte ich euch jetzt erzählen? Wo war ich denn jetzt gerade? Meine Haare sind da, meine Haare. Ich zeig euch die mal. Ich habe gestern nämlich... Ich gehe ja immer zur Haartante, sie war ja vorher in Essen, jetzt ist sie umgezogen. Wo ist sie denn jetzt eigentlich? Muss ich mal gucken. Weil morgen ist hier schon mein Termin. Morgen ist ja schon mein Termin. Sie ist jetzt in Moers. Okay, dann muss ich nach Moers fahren. Und wisst ihr noch, letztes Jahr, da hatte ich die ja so gemacht. Das bin ich jetzt nicht. Aber sie hat mir gesagt, nachdem sie meine Haare da so beworben hat, wo ich dieses Ombre hatte, haben sich das viele nachmachen lassen. Also da habe ich einen Trend gesetzt. Naja, ihr wisst, was ich meine. Hier, da ist ja mein Foto. So hatte ich die ja letztes Jahr. Da fand ich die auch ganz schön. Aber irgendwie hat mir das mit dem Übergang nicht so gefallen. Auf jeden Fall zeige ich euch jetzt mal meine Haare. Darum ging es ja. Jetzt werde ich gerade müde. Also, das sind meine russischen gewellten Haare, die ich bekomme. So sehen die aus. Die sehen noch sehr hell aus. Ich muss sie einmal färben. Aber sind die nicht mal mega schön? Echte russische Haare, gewellte Haare. 200 Strähnen kriege ich rein und ich freue mich so drauf. Bin echt gespannt. Auf jeden Fall, wie gesagt, werden die noch schwarz gefärbt von ihr heute. Ich färbe meine Haare heute auch noch schwarz und dann müsste das eigentlich passen. Und dann gehe ich nochmal zu Starschnitt nächste Woche und lasse mir die noch zurechtschneiden. So ihr Lieben, guck mal, wie es hier aussieht. Wir haben jetzt gerade hier diesen George Foreman Grill ausgepackt. Richtig cool. Wir haben jetzt hier Gemüse. Oh, Moment. Die Sandra ruft an. Ja? Oh. Ja, wir haben hier Gemüse drauf gemacht mit Schrimps. Ist jetzt natürlich nichts mehr da. Aber der ist richtig cool, der Grill. Kann ich euch mal unten in die Infobox verlinken. So, jetzt bin ich im Stress, weil wir gleich Fotos machen. Fotos machen fahren. Und ich habe jetzt mir ein paar Kleider hier auf Seite gestellt, die ich mitnehmen möchte. Das sind die ganzen, aber die ziehe ich jetzt nochmal an und guck, welche ich tatsächlich mitnehme. So, bis gleich. So ihr Lieben, wir haben uns jetzt fertig gemacht. Wir sind jetzt im Auto. Wir haben 10 vor 4. Und wir holen jetzt die Sandra ab. Die ist jetzt bei McDonald's, hat noch sich kurz was zu essen geholt, weil sie gerade Feierabend hatte. Und genau, wir holen sie dann gleich ab und fahren zusammen nach Bottrop, weil sie weiß genau, wo diese Felder sind, wo wir hinwollen. Die Brille ist voll groß, ne? Selfies. So, wo ist die denn? Da ist sie doch. Ich hab die Sonne mit. Das ist die verrückte Sandra. Hallo, ich grüße euch alle. Hast du dein Kind wiedergefunden? Ja, komm. Hast du schon gegessen? So, ihr Lieben. Wir sind jetzt hier voll bepackt. Und wir haben jetzt ein schönes Feld gefunden mit so lila Blumen, richtig schön. Aber wir wissen nicht, wie wir reinkommen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt auf der Kamera, aber da sind ganz viele schöne lila Blumen. Ja, jetzt suchen wir den Einwohner. Das ist auf jeden Fall Mann. Influencer und Tour. Und meine Schuhe sind richtig bequem. Ich behalte die. Seitenhalde. Du hast doch alles mit. Hast du keinen Bolzenschneider dabei? Oh,
Hier ist überall abgezäunt, man kommt hier gar nicht durch. Da seht ihr mal, was die Influencer für ein hartes Leben in Kauf nehmen. Laufen durch Brennnesseln, nur für ein Foto. Willst du da wirklich durch? Boah, hätten wir noch Stiefel eingepackt. Wo ist Ermin? Der guckt bestimmt auf. Wir wollten doch nur noch heuballen. Ja, Mann, wir wollten nur Heuballenfotos und Sonnenblumenfelder. Aber Heuballen haben wir keine mehr gefunden. Und ja, wir sind jetzt hier im Feld und wir ziehen uns jetzt hier um, machen uns fertig und machen Fotos. So, ihr Lieben, wir haben jetzt hier Fotos gemacht. Schöne Fotos und haben noch ein paar von diesen Blümchen mitgenommen. Und die Fotos sind schön geworden, oder? Richtig schön, oder? Auf jeden Fall, ja. Total schön. Ach, ich bin mich hier gerade noch so ein bisschen am Entlausen. Between concrete walls, there's a place for us. Where we could go, where we could be alone. Between city lights, we don't have to hide. I wanna go, do you wanna follow? Oh, Leute, guckt euch das mal an. Wie schön hier, die Blümchen. Alles hier für die Insekten, für die Bienen. Schön. Einfach nur den Insekten zuhören. Richtig schön. Mal weit und breit blühen einfach. Richtig, richtig schön. So, wir gehen aber weiter. Keine richtige. Stück weiter. Versuchen wir unser Glück. Ein Tütchen. Guten Morgen. Heute ist Mittwoch. Bin voll müde. Freund von Alexander hat hier geschlafen die Nacht. Und jetzt habe ich den gerade Frühstück gemacht. Die haben heute einen Ausflug. Heute gibt es Brot mit Käse und Wurst, Gurke, Trauben. Dann dürfen die sich noch ein bisschen mehr mitnehmen. Dann habe ich ein paar Chips eingefangen, die Flips. Das nimmt er immer mit. Also er mag es auf jeden Fall. Das gehört immer dazu. Hier Sonnencreme. Und ein bisschen hier diese Sticks, die wir ihm aus Kroatien mitgebracht haben. Ein Handtuch zum Sitzen. Eine kleine Decke hatte ich nicht, deswegen ein Handtuch, Wasser und zwei Wechselmasken. Zwei Stück. Hier, die machen heute einen Ausflug zum Spielplatz. Das Wetter ist ja noch schön. Habt ihr ja gesehen, gestern haben wir echt schöne Bilder hinbekommen. Die sind echt schön geworden. Wir haben echt schöne Felder gefunden. Und ja, die Bilder seht ihr nach und nach auf Instagram. Ich habe heute Unterleibschmerzen. Ich habe meine Tage gestern bekommen. Und heute fühle ich mich nicht so gut. So Unterleibschmerzen, wo mir auch schlecht ist, kennt ihr das? Ist richtig schlecht. Naja, trotzdem, Arbeit muss vorangehen. Ich habe einen neuen Trockenblumenstrauß von Colvin bestellt. Ihr wisst, die kommen ja zu Hause an. Also man kann auch jemanden mit Blumen überraschen. Und diesmal habe ich... Ich stelle den mal hier hin, dann könnt ihr den besser sehen. Diesmal habe ich diesen Trockenblumenstrauß bestellt. Den finde ich richtig schön. Auch hier mit dieser Watte. Ich weiß nicht, wie diese Wattepflanze heißt. Auf jeden Fall habt ihr mit meinem Code nochmal einen Rabatt. Schaut mir meine Infobox ein bisschen weiter runter scrollen. Da habt ihr den Link zu Colvin und den Rabattcode. Ich wollte nämlich einmal diese Trockenblumen auswechseln. Wie ihr seht,
sehen die nicht mehr so schön aus. Die haben so das Köpfchen ein bisschen hängen lassen. Deswegen wollte ich die einmal wegmachen und die hier austauschen. Die anderen sind ja noch gut. Das Pampasgras. Die hier sind auch noch schön. Aber ihr merkt, irgendwann lassen die das Köpfchen hängen. Ja, und meine Orchideen, schaut mal. Die blüht immer noch. Aus dem Nichts. Wo ich dachte, die wäre tot. Die andere, ich glaube, da kommt so langsam was. Aber das wird noch dauern. Ich habe auch absolut keinen grünen Daumen. Ich bin jemand, weil ich halt so im Stress bin und mich nicht so um die Pflanzen kümmern kann. Brauche ich einfach nur Pflanzen, die so vor sich hin grünen. Wisst ihr, was ich meine? So einmal in der Woche ein bisschen Wasser. Aber manche Pflanzen sind so, da die brauchen viel Pflege. Obwohl Orchideen brauchen ja nicht viel Pflege, aber irgendwie habe ich Streit mit den Orchideen. Die wollen bei mir nicht. Ja, mit Mama muss ich auch noch nach Ikea. Die hatte angerufen, die braucht noch ein paar Lampen und irgendwas, ich weiß es nicht mehr. Und ich brauche nochmal TV-Tische. Ja, ihr werdet mich jetzt für blöd halten, aber ich habe ja schon so viele hier wegen den Schuhen. Wir müssen aber hier einmal umdisponieren, weil der Ermin jetzt auch so einen Schuh-Tick bekommen hat. Und dann sind ja da unten Alexandros. Jetzt werde ich hier meine zwei Reihen von den High Heels wegräumen, damit der Ermin da mehr Platz hat. Weil für Alexandro reichen diese drei. Und werde jetzt hier, ich habe ja hier noch Platz, da kommen jetzt 1, 2, 3, 4 Regale nochmal hin. So wie hier, 1, 2, 3, 4. Und da werde ich dann meine High Heels draufstellen. Ja. Und guck mal, ich hatte hier so Blümchen mitgenommen. Echt schön, oder? Von der Wiese da. Richtig schön. So, meine Lieben, jetzt räume ich hier mal alles weg. Und ich mache ja Intervallfasten. Ich habe aber jetzt auch meine Tage, deswegen wiege ich mich nicht. Weil, ja, da wiegt man ja ein bisschen mehr immer, ne? Wenn man seine Tage hat. Wir haben jetzt 21:45 und wir fasten immer 16 Stunden, also ab 18 Uhr. Das wäre dann 18 bis 10. Also darf ich mir jetzt mein Frühstück machen. Genau, ich mache mir mein Frühstück, dann setze ich mich hin, arbeite und heute habe ich einen Nageltermin. Der eine Nagel, der übrigens kaputt war, ist jetzt komplett ab. Und dann werde ich mal gucken, wie ich meine Nägel heute mal machen lasse. Wetter ist scheiße, es ist wieder am Regnen. Naja, bis später. Let the old be dead, let the shadows be my head. When the world is on your shoulders and you feel like falling over, just come a little closer. I'll be there for you, I'll be there.